Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute gibt es mal wieder etwas fürs Auto und zwar wie ihr Smartphone und Auto zusammenbringen könnt mit einer Kfz-Halterung und schauen wir uns das Gerät mal etwas genauer an. Es kommt von der Firma Aomaso, ist universal einsetzbar für alle Smartphones, auch bei der Größe passt es sich an und besteht aus insgesamt zwei Teilen. Ich habe hier schon mal das erste Teil, da haben wir hier auf der Unterseite den Saugnapf dran. Mit diesem Saugnapf wird die Halterung dann an der Scheibe befestigt. Ganz einfach hier den kleinen Hebel umlegen nach dem Aufdrücken und dann saugt sich das hier sehr fest an die Scheibe dran. Und dann noch hier der Hals, der ist flexibel und einstellbar. Also dann könnt ihr die Position auch so wählen, dass ihr alles gut sehen könnt. Und dann hätten wir hier den eigentlichen Halter für das Smartphone. Die Rückseite hier, die ist gummiert und sehr weich, damit auch das teure Gerät keine Kratzer abbekommt. Ebenso hier die Seiten. Die sind mit Schaumstoff ausgekleidet, also auch dort keine Gefahr, dass irgendwo ein Kratzer reinkommt. Und ich drehe es mal rum, dann seht ihr, wie es befestigt wird, nämlich hier mit diesem Clip-Mechanismus. Dann packt man das einfach nur hier drauf, schiebt es nach unten und schon ist hier die Verbindung hergestellt und das sitzt sehr fest und man kann es auch so sehr schnell wieder ablösen. Also eine clevere und einfache Methode, wie das hier zusammengepackt wird. Und zusammenpacken muss man natürlich auch noch hier Halter und das Smartphone. Ich mache es hier mal mit einem iPhone und auf der Rückseite sehen wir hier zwei Knöpfe. Wir brauchen dafür hier den oberen Knopf. Wenn ich den nämlich jetzt mal drücke, seht ihr, wie hier so schön diese Arme auseinanderfahren. Und dann seht ihr auch schon, wie breit das sein kann. Ich habe hier ein iPhone 5, leg's mal rein. Und da seht ihr, da ist noch viel Luft nach oben, also auch so ein dickes Fablet passt hier rein. Und dann schiebt man die Arme einfach nur zusammen, bis hier alles schön passgenau drin sitzt. Und ja, das war's. Euer iPhone, euer Handy, euer Smartphone sitzt so sehr sicher, klippt es einfach noch auf den Hals drauf und ja, dann kann die Fahrt auch schon losgehen. Und ich habe es natürlich ausprobiert, wie fest das hier auch wirklich hält, diese Kombination. Und fragt bitte nicht, wie ich die Kamera befestigt habe. Ich sage nur, mein Dreibein hat irgendwie schon meinen Hals stranguliert. Auf jeden Fall, mein Test hat gezeigt, die Halterung hier, der Saugnapf und alles andere passt wunderbar, hält auch sehr fest zusammen bei der Fahrt und ja, ist eine sinnvolle Erweiterung für das Auto. Und ja, das wäre es gewesen, Leute. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Ein schönes Zubehörteil von Aomaso. Wenn ihr sowas braucht, klickt mal in den Link in der Videobeschreibung. Die Teile hier gibt es wie Sand am Meer. Das hier habe ich getestet und kann sagen, es funktioniert. Und das wäre es dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wie immer, hier bei MeAppleCat. Macht's gut. Tschüss. Hast du das Video wirklich bis zum Schluss geschaut? Gott, bist du ein Technik-Nerd. Du solltest wirklich liken, teilen und abonnieren. Also nur meine Meinung. Bis dann. Tschüss.